Bonjour tout le monde, oui, Morgan. Bonjour. Bitte, wie hat der Zeit genutzt, Santa Gosta, die sind ja nicht zurück auf Letzburg, wie hat der Zeit genutzt, hat der Gespräche, sie da durch irgendwie vier gekommen? Ich hatte viele Gespräche. Ich habe die Kollegen schon festgestellt, dass Gösta am Lauf von der DPP einen Bug hat. Ich hoffe, dass wir während der Nächte einen Reboot gemacht haben und heute auch konstruktiv weiter schaffen, dass wir auf eine Lesung kommen. Wir hatten Gespräche, aber ihr versteht, dass ich die Gespräche noch nicht, solange ich nicht die Bande feiere, nicht häufig in der Presse feiere. Mit wem hat er Gespräche? Mit ganz vielen Leuten. Mit ganz vielen Leuten. Wie soll der heute nicht abgelesen werden? Kannst du denn so Gösta, ja, wenn wir schon wissen, dann hat man ja gemerkt, geht den Tod sehr ernst und es sind weiter Gespräche gewesen zwischen den Parteien, wo verschiedene Szenarien unterschleien. Und ich hoffe, dass ich von den Szenarien auf jeden Fall durchgeht. Mit das, wie ich auch gestern gesagt habe, nur 20 Stunden Verhandlungen, dann haben wir den Alkreis, einen Deal. Und dann, als die Sieg und Apples nicht rutscht. Stellt ihr euch auch Blankverhandlungen an? Oh, ich hoffe nicht. Aber bon, wieso? Der Alkreis war nicht viel kurz, dauert lang. Der Alkreis war nicht viel lang. Gehen hier ja nicht mehr kurz. Ich meine, wir sollen heute auch ein Bild von Geschlossenheit weisen, ein Bild von konstruktiver Zusammenarbeit. Es geht auch um die nächsten 4, es geht nicht um die nächsten 6 Monate. Sie sind eine Chance, dass Margrethe Vestager aber nächstes Mai an die erste Reihe rutscht, weil das Szenario mit Franz Timmermans nicht so richtig durchgeht. Wie gesagt, es gehen verschiedene Pisten. Es ist nicht allein, den du eben desideriert. Die wissen, dass es weder es geht man am Westerger nach, geht der Timmermans nach, der Weber. Hund die drei Spitzenkandidaten. Wir haben gesehen, aber das System so wie Fujitwang gesagt hat, dass es so gut wie ever Lakünen hört. Und dafür wäre es wichtig, dass man sich vorstellt, wie man auf den Führer will, seriöse Spitzenkandidaten haben, wo eine Legitimität vom Wähler gibt, kommen mit Möglichkeiten, vielleicht auch an den 27 Ländern, für den einen oder anderen Kandidaten zu stimmen. Das ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, dürfen wir auch an den nächsten Mainz Zeit gehen für eine Reform, vielleicht auch vom Modus der Nomination, auch können in toute Serenität können sie diskutieren. Du steht ja nach einem gewissen Zeitdruck. Das Europaparlament wählt nur ihre Präsidentin, die Gring, die Moyen, und dann sagt, dass gar keiner hier Kandidatin wird. Beaufluss das eher Verhandlungen? Nein, weil wie gesagt, hier sollen wir können in toute Serenität können gucken, wie man eine Repartition geografisch und geht nicht um den Parteien, geht wirklich auch um Geografie, geht um den Gender, geht um Großländer, um die Kleinländer. All die Fragen müssen geklärt werden, und das sollen wir wirklich so machen. Ich meine, wir haben schon wichtig, dass du, wo du kannst, auch die Initiative recht tut, für die eine oder andere Nomination zu machen, hat geweisen, dass wir verständlich sind und noch eins gehen. Und dass das Europaparlament das schon weiß, auch in Konnexion zu Kurs, wenn sie wählen, wird auch bei uns von unserer Seite als Decision drüber gehen. Ich bin froh, Sea-Watch, Herr Asselborn, den hat sich da geäußert, dass die Situation, dass die Kapitänin an Italien festsetzt, dann noch von einem Richter gehört hat. Du gesagt, du bist schon den wie wurde die EU geschweiert an dem Fall? Wie hast du eher Position? Es kann und darf nie sein, dass eine Person, die probiert, Leben zu retten, dafür in die Prison geht. Mehr als dazu wirklich nicht zu sagen, mit dass sie bestraft können, in die Prison können, weil ihr Leben will retten, als ob es ganz schwer akzeptabel als 2019. Würde ich dann mal der italienischen Homologie mal sagen? Ich habe wirklich einen anderen Ordre du Jour wirklich halt, gehört. Und ich meine, ich habe auch nicht alle Informationen, alle Dossiers. Es ist froh, an der Dote, froh für Lücken, nicht zu sagen, was die Italiener mir will zählen oder nicht. Dafür mich auch mal mehr Asselborn schwätzen. Ich habe mal Asselborn schon vier Gespräche über
die ganze Geschichte, weil wir immer solidarisch sind als Lützburg, zu gucken, wie wir zu einer konstruktiven Lösung kommen. Anzunehmen mit der Kommission, weil wir brauchen noch eine Koordination an den dritten Dossier. Aber wie gesagt, das ist nicht im Ordre du Jour gewesen. Bis jetzt als nicht mehr über die anderen Punkte diskutiert gehen. Aber ich hoffe, dass wirklich nicht 2019 eine Person, die Leben hat, dafür muss an die Prison gehen. Das gibt es nicht gut für alle. Prime Minister, the French President Emmanuel Macron has said, this is bad for the image of Rio, a lack of decision-making on a leader. Give me your thoughts about the damage perhaps you think it might be doing for this indecision-making. I think that we realized yesterday that the EPP had the bug. And I hope that during the night they had a reboot and they are able to work together this morning. I think our citizens, they want an Europe that works and able to take decisions, and that we have today to show that we are able to decide what is going to happen the next 5 years. Now, this is a casting here. Who will do it? But for me, it's more important what they will do for the next five years. And yet we are even not able to decide who will do it. And what does it take to get a breakthrough? What does it take? I'm sure we will have a breakthrough now. So I hope the EPP had a good reboot during the night and the system is working. The Czech Prime Minister just said that Vestager would actually be an excellent candidate. Do you think that we could mass following I want that we agree all together to have the largest consensus inside and not be splitted. I think that's the most important point. Hallo! Bitte! Ist das der Tag von Frau Vestager? Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass die EVP gestern einen Bug hatte und ich hoffe, dass während der Night ein gutes Reboot stattgefunden hat und dass sie heute wieder verständiger werden und vor allem geschlossen sein werden. Es ist immer schwierig zu wissen, nach einem Bug, in welche Richtung es geht. Es ist nicht Frau Vestager, nicht Herr Weber oder nicht Herr Timmermans Tag oder gegen Frau Vestager oder gegen Herr Timmermans oder gegen Herr Weber. Wir sollen wirklich den Kandidat finden heute, der die größte Zustimmung bekommt. Das ist wirklich das, was für mich wichtig ist. Ich werde jetzt auf Spekulation von Namen gehen. Es ist keine Castingshow. Wir sollen wirklich jetzt da oben die größte Zustimmung bekommen, die möglich sein soll. Also hier ist ja nicht Europa sucht den Superstar. Heute sind wir hier zusammen, um wirklich zu sehen, wie wir einen Konsens finden zwischen Mann, Frau, zwischen Geografie, zwischen Parteien. Und es ist nicht, wer jetzt am beliebsten ist bei dem einen oder bei dem anderen. Wir brauchen einen Konsens und wo wir wirklich zusammenarbeiten können. Okay. Wie gesagt, ich hoffe, dass die EVP ein gutes Reboot gemacht hat. Die haben gestern wirklich einen Bug gehabt. Bei der EVP ging es wum, wum, wum. Sind wir nicht gewinnt. Hoffen, dass sie heute wieder eine Richtung gehen. Hello. The same questions in five languages. No, I hope that the Conservatives, the EPP, was able to do a reboot because yesterday they had a bug. And for us, it's important that we find really the candidate with the best consensus over there. I don't want to have a calculator to know if there is a majority from one seat or two seats for one candidate. We need the biggest consensus upstairs with geographical, also gender balance, which is very important for me. We have as a council four positions that we decide, which is the president, that candidate we propose. It's for the president of the commission, the high rep, then the council and the central bank. I want two gender balanced positions, and I'm convinced that we will be able to move on today, if I'm sure. What's the name on the table, though? Is it still Timmermans for the Commission presidency? I just said we are not looking for Europe, it's looking for the superstar. I think it's important to find a balanced package where everybody can agree on it. And so it's not one against the other. It will be how we will be able to find a package where the biggest support from our members of the council and also in the European Parliament is coming out. I don't want to exclude someone, but I don't want to say it has to be that one. Well, thank you. I'm welcome. Is your favorite still Vestager? Is she still your favorite? I always told you that Vestager would, for me, fulfill all the competences to do it. She was, for me, also having an important role in the European elections. We can't exclude her to say it's just Timmermans and Weber. Vestager was also a front candidate for the Liberals. So for me, she has the same chances than all the other, but I don't have
I won't go in the meeting to say it has to be. If everybody comes here and say it has to be, we will come out without anyone. So we need to go in and to find a balanced package where really I don't want to have a calculator when I come here. That's not good. You said two of the five need to be women. Is it important that one of them is in the European Commission or Council? We have four top jobs, so there is no ranking which one is the most important. I want for gender equality. Balance. Yeah. I want for gender balance that we have four, in these four top jobs where we decide as council, two men and two women. That's the only thing I want. It's not which post, it's more important, less important. Two and two would be good sign. We cannot just speak about equality and gender balance. We have to do it also when we have the opportunity to do this it. Decision today? Yes. Good luck. Thank you. Thank you.